hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder bei mir einschaltet. Ich hoffe, bei euch ist alles richtig genial. In diesem Video schauen wir uns mal die brandneuen KEV LSX2 an. Das sind wunderschöne, kompakte Wireless-Lautsprecher. Und da schauen wir doch mal, was da so drin steckt und was die so alles können. Bleibt doch einfach dran. Los geht's, euer Speaker-Schocker. Der LSX der zweiten Generation kommt mit einer Höhe von 24 cm, einer Breite von 15,5 cm und einer Tiefe von 18 cm daher. Also, ihr seht, ist es nicht gerade groß. Dabei bringt ein Lautsprecher um die 3,6 kg auf die Waage. Also bei der Verarbeitung kann man nach Mängeln suchen, da sucht man ewig lange, denn die Verarbeitung ist auf einem absoluten hohen Niveau. Das Design des Lautsprechers würde ich auf jeden Fall als modern und auch als schlicht bezeichnen. In der weißen Variante fällt der Lautsprecher, ja, nicht unbedingt auf, wobei doch, das Chassis fällt schon auf. Aber den Lautsprecher gibt es noch in 4 weiteren Farben und je nachdem, was man sich für eine Farbe da auswählt, dann fällt der Lautsprecher auf jeden Fall nochmal richtig auf und wird nochmal, ja, zum richtigen Hingucker mehr. Ich finde das gut und interessant, dass so viele Farben angeboten werden. Das ist echt mal eine Abwechslung, sieht man ja nicht alle Tage. Dazu möchte ich kurz die Rundungen des Lautsprechers ansprechen. Die finde ich schön gelungen und verpassen dem Lautsprecher irgendwie nochmal einen Look, dass er irgendwie nochmal eine Spur kompakter wirkt. An der Front ist bis auf das Chassis gar nicht so viel zu sehen. Es ist das bekannte Uniq-Chassis. Hier bei dem LSX2 auch in der 11. Generation. Allerdings wurde das Chassis für diese Version nochmal ein bisschen überarbeitet. Als Hochtöner kommt hier eine 19mm Kalotte zum Einsatz. Für die Mitten und die Bässe sorgt hier ein 115mm Mitteltieftöner mit einer Membran aus einer Magnesium-Aluminium-Legierung. An der Rückseite des Primär- oder halt Hauptlautsprechers finden wir dann die gesamten Anschlüsse. Das gesamte System ist aktiv, jeder Lautsprecher hat seine eigenen Verstärker und eigentlich brauchen wir gar keine Kabel. Aber wir schauen uns die Anschlussmöglichkeiten doch einfach mal an. Da haben wir zum einen einen optischen Eingang, einen USB-C-Eingang, klasse, und noch einen analogen 3,5 mm Klinkeneingang ist auch noch vorhanden. Des Weiteren haben wir noch einen HDMI-Eingang, zum Beispiel für das Audio Return Channel Format, dass wir zum Beispiel das Musiksignal oder Audiosignal von dem Fernseher direkt in den Lautsprecher reingeben können. Des Weiteren haben wir noch einen Ethernet-Anschluss, um halt Netzwerk anschließen zu können, wenn wir WLAN nicht nutzen möchten. Des Weiteren haben wir noch einen Subwoofer-Ausgang und der andere Ethernet-Anschluss ist dafür da, damit wir den anderen Lautsprecher verbinden können. Aber die Lautsprecher lassen sich auch komplett kabellos untereinander verbinden und betreiben. Und wisst ihr was? Das funktioniert kabellos tadellos. Besonders komfortabel finde ich die Bedienung des Lautsprechers, denn diese funktioniert via App. Das ist die bekannte KEV Connect App und da funktioniert es einfach wunderbar. Dort könnt ihr direkt auswählen, was für Musik ihr hören wollt. Und es ist egal, welcher Streamingdienst, sobald er in eurem Land verfügbar ist, kann es auch dieser Lautsprecher. Apple AirPlay oder sowas ist auch gar kein Problem. Bluetooth funktioniert auch ohne Probleme. Das gleiche ist bei der KEV LS50 Wireless 2, dazu hatte ich ja schon mal ein Video gemacht. Und in dem Video bin ich auch auf die App genauer eingegangen, wie das Ganze funktioniert und wie ihr da auch die Klangregelung des Lautsprechers steuern könnt. Wenn euch das interessiert, schaut da einfach mal kurz rein, da muss ich das jetzt hier in dem Video nicht noch lange wiederholen. Auf jeden Fall könnt ihr in der App eure Musikquellen auswählen und weitere Einstellungen vornehmen. Das Ganze ist wirklich sehr, sehr simpel gemacht. Habt ihr allerdings auf euer Smartphone oder Tablet keine Lust? Gar kein Problem, eine Fernbedienung ist auch dabei. Diese ist aufs Wesentliche reduziert und erleichtert die Bedienung eigentlich auch. Es ist nicht so, dass da viele Tasten oder sowas sind. Alles ist ziemlich selbsterklärend und funktioniert. Wie bereits angesprochen, hat jeder Lautsprecher seine eigenen Verstärker. Jeder Lautsprecher hat hier 2 Verstärker. Für den Tiefmitteltöner ein Verstärker und für den Hochtöner ein Verstärker. Der Tiefmitteltöner hatte Verstärkerleistung von 70 Watt und der Hochtöner eine Verstärkung von 30 Watt. Das sind jeweils Klass D-Endstufen. Jeder Lautsprecher also 100 Watt. Das klingt jetzt viel, aber Achtung! Wenn man den Lautsprecher jetzt anschließt und mal Strom misst und man hört mal schön laut, da kommt man nicht unbedingt auf mehr als 15, 17, vielleicht 20 Watt. Warum jetzt 100 Watt werden angegeben? Es sind Klass-D-Endstufen. Kurz zu Klass-D-Endstufen. Wunderbar alles, werden kaum warm und sind sehr effizient und man kann sie relativ klein bauen mit viel Leistung. Aber, und das ist das Problem, bei Klass-D-Endstufen ist es so, wenn man da so ein bisschen an die Leistungsgrenze des Verstärkers kommt,
verzehren die ziemlich eklig und verzehren auch ziemlich früh. Darum könnte ich mir vorstellen, dass Kev sich hier bei seinen Lautsprechern gedacht hat, okay, wir bauen relativ starke Endstufen ein, aber wir drosseln sie quasi, sodass wir an die Leistungsgrenze des Verstärkers niemals und never drankommen, sodass wir auch gar keine Verzerrungen haben und immer schön eine ordentliche Verstärkung mit einem guten Klangergebnis dabei rauskriegen. Den Frequenzgang gibt der Hersteller bei plus minus 3 dB von 54 bis 28.000 Hertz an. Klanglich erinnert der Lautsprecher mich schon stark an die Kev LS50 Wireless 2, wozu ich schon mal ein Video gemacht habe. Auch hier haben wir wieder diese wunderschöne Stimmenwiedergabe, die direkt sich wirklich irgendwie echt anfühlt, so als würde die Person hier im Raum stehen und mit dir sprechen und nicht einfach irgendwie aus dem Lautsprecher kommen. Nein, es hört sich so an, als würde es nicht vom Lautsprecher kommen, sondern von einem Menschen. Das ist irgendwie direkt wieder so da. Was mir auch aufgefallen ist, dass der Lautsprecher, der spielt größer, als er ist. Man darf jetzt nicht denken, oh ja, der ist ja nicht so groß, der Lautsprecher, aber er klingt tatsächlich größer, als er wirklich ist. Und dabei spielt er auch schön räumlich. Er gibt die Räumlichkeit schön in den Raum rein, so dass er dich schön umhüllt, ohne dabei jetzt zu stressig, zu nervig oder gar zu analytisch zu werden. Der Kev LS50 Wireless zum Beispiel, da war da ein bisschen analytischer, ist er hier auch, aber nicht ganz so. Er ist ein bisschen, ich sag mal, liebevoller, ein bisschen gemütlicher, bietet aber trotzdem noch eine ganze Menge Details in Musikstücken, die man vielleicht vorher mit anderen Lautsprechern noch nicht ganz so gehört hat. Des Weiteren ist mir noch aufgefallen, dass der Lautsprecher dazu neigt, ich sag mal, Lieder, die eher dünn klingen, wo nicht so viel Dynamik drin ist, dass er die dann doch so ein bisschen dynamischer klingen lässt, als es wirklich ist. Das finde ich in einer Situation sehr schön, und zwar, ich höre gern Radio oder so, und da ist es oft so, dass manche Radiosender sich über DAB oder DAB Plus eher dünn anhören und nicht gar nicht so schön anhören. Dass da gar nicht so das rüberkommt, wie das, was man eigentlich von dem Lied kennt, wenn, was weiß ich, was für ein Lied im Radio läuft. Das ist bei denen ganz anders. Die pushen das Ganze ein bisschen, dass sich das doch ein bisschen dynamischer anhört, als es eigentlich ist. Das ist auf der einen Seite zwar sehr schön, aber auf der anderen Seite vielleicht nicht ganz so, komme ich gleich noch zu. Die Basswiedergabe ist auch sehr interessant. Da könnte man jetzt denken, ist nicht so groß, da kommt ja nicht so viel. Nee. Man setzt sich dann dahin und denkt sich, okay. Weil da geht für die Größe doch schon einiges. Der Bass, der hat für die Größe echt einen richtig guten Punch, guten Tiefgang, aber er spielt sehr spritzig und sehr schnell. Was aber nicht so ist, er spielt jetzt nicht ganz so räumlich. Ich denke aber mal, irgendwo ist die Größe dann auch mal dann zu Ende. Da können wir auch mit dem DSP jetzt nicht mehr ganz so viel machen. Da ist es doch so, dass die Mitten und die Höhen, dass die doch ein bisschen räumlicher noch gehen als der Bass. Das könnte aber auch daran liegen, dass der Raum mit 20 Quadratmetern fast schon die Grenze darstellt, wo man den Lautsprecher, ich sag mal, gut betreiben könnte. Jetzt in größeren Räumen könnte ich mir auch vorstellen, dass dann die Räumlichkeit nicht mehr ganz so da ist und auch, sagen wir mal, die Tiefenstaffelung, also die Mitte rauszuhören, dass es da dann schon ein bisschen problematischer wird, wenn man die Lautsprecher zu weit auseinanderstellt. Ich würde mal so sagen, 20 Quadratmeter ist dann auch schon fast die oberste Grenze. Und dann funktioniert das mit dem Bass, wie gesagt, aber auch noch richtig gut. Da ist man wirklich überrascht, wie schnell der Bass ist, wie druckvoll er eigentlich noch ist. Und dass der Lautsprecher sich bemüht, trotzdem tiefe Bässe wiederzugeben, ist auch sehr interessant. Klar ist irgendwo die Grenze erreicht, wenn man jetzt, sage ich mal, Musik hört, passt das alles noch. Schaut man jetzt aber einen Film oder Actionspiel am Zocken oder sowas, dann sollte man sich vielleicht überlegen, da einen Subwoofer dazuzustellen oder sowas. Aber ansonsten ist das schon eine ziemlich überraschende Sache. Jetzt ist es allerdings so, dass der Lautsprecher sehr direkt auch spielt, dass ich jetzt sagen könnte, okay, Audiobearbeitung am Schreibtisch oder sowas passt. Gut. Kann man machen. Jetzt zum Musikmixen ist es allerdings ein bisschen problematisch, weil, wie schon gesagt, der Lautsprecher ja dazu neigt, vieles ein bisschen mit mehr Dynamik wiederzugeben, als es dann tatsächlich hat. Und das kann dann beim Musikabmischen schon mal ein bisschen störend sein. Aber auch bei den Lautsprechern haben wir dann hier in der App Features, dass wir zum Beispiel, wenn wir den Lautsprecher sehr wandnah aufstellen, dass der Bass ein bisschen reduziert wird. Oder der Schreibtischmodus, dass da dann wahrscheinlich, ich denke mal, dass dann die frühen Reflexionen von der Tischplatte selbst, dass die dann ein bisschen reduziert werden sollen. Also diese ganzen Features, wie ich es bei den LS50 Wireless 2 auch schon erwähnt habe, sind hier auch alle mit drin. Und jetzt haben wir schon so ein bisschen über den Klang gesprochen. Da schauen wir uns nochmal kurz die Messung hier im Raum an. Und da sehen wir, dass der Lautsprecher schön ordentlich und schön linear spielt. Er geht mit dem Bass langsam runter. Ist nicht so, dass er jetzt auf einmal wegknickt, sondern so langsam so die Biege nach unten wegmacht.
Und das ist eigentlich ganz gut und das hört man auch. Es ist nicht so, dass auf einmal im Lied dann irgendwie der Bass weg ist oder so. Nö. Dann geht es geradeaus weiter. Nur in den Höhen, da sehe ich da diesen Buckel. Warum dieser Buckel allerdings da ist, das kann ich mir nicht erklären. Vielleicht ist es so von der Mikrofonposition, dass wenn ich das hier nah messe, dass hier dann tatsächlich vor dem Lautsprecher irgendwelche Auslöschungen oder Überhöhungen stattfinden, die ich aber jetzt am Hörplatz überhaupt nicht feststellen konnte. Und jetzt haben wir schon so viel über Klang gesprochen, ist auch ein wichtiges Thema bei Lautsprechern. Aber damit ihr euch einen kleinen Eindruck machen könnt, wie der Lautsprecher so in etwa klingt, habe ich auch hier wieder einen Soundcheck für euch aufgenommen. Auch dieser ist wieder 3 dB noch aufgenommen worden. Also tragt am besten dazu eure Kopfhörer, damit das beste Klangergebnis bei euch in etwa rüberkommt. Viel Spaß! Thank you.
Also ich finde, dass die Kleinen, jetzt nicht abwertend gemeint, aber die sind halt nicht die Größten, dass sie für ihre Größe doch schon ganz groß spielen. Und das ist schon echt manchmal eine ziemliche Überraschung. Schön finde ich auch, dass der Lautsprecher, man packt ihn aus, stellt ihn auf, schließt am Strom an und eigentlich einfach mit der App das Ganze verbinden und es funktioniert direkt. Das ist einfach toll. Es funktioniert auf den ersten Blick und man wird schön durch die App geführt, wenn man das zum ersten Mal macht. Es läuft einfach und das direkt auf Anhieb, ohne dass man erst was versuchen muss. Dieses und jenes, es läuft einfach. Klasse. Und man braucht eigentlich gar nichts. Man braucht keinen Verstärker mehr, man braucht keinen Zuspieler mehr, man braucht keinen Streamer mehr, man braucht keine Kabel mehr. Ist alles drin. Ist eine tolle Sache. Ein Manko habe ich trotzdem gefunden, beziehungsweise zwei. Fangen wir erstmal mit dem einen an, dann doch nochmal das Design. Was mir nicht ganz so gefällt, habe ich im Video vorhin total vergessen. Und zwar ist es hier der Empfänger für das Infrarotsignal. Ich finde das hier an der Front nicht ganz so schön. Also ich hätte es dann besser gefunden, wenn man es weggelassen hätte, dass man dann was anderes macht oder sowas, damit es einfach cleaner aussieht. Klar, eine LED ist ja auch verbaut, damit der Lautsprecher euch mitteilen kann, welche Quelle ihr gerade gewählt habt. Aber ich finde, das hätte man ein bisschen anders lösen können. Denn jetzt kommt nämlich der Preis. Der liegt bei um die 1500 Euro. Das ist ein bisschen heftig, aber wie gesagt, kauft euch Lautsprecher, die so klingen, dazu einen Verstärker, einen Streamer, Kabel, kommt ihr fast aufs Gleiche raus, wenn man auf die gleiche Qualität Wert legt. Aber dann muss ich trotzdem sagen, gefällt mir das mit dem Infrarotempfänger hier an der Front einfach nicht so wirklich. Aber ansonsten finde ich, ist es ein guter Lautsprecher. Aber liebe Leute, was sagt ihr zu den Lautsprechern? Schreibt mir das ganz gerne mal unten in die Kommentare. Und so bin ich auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, liebe Leute, dann gebt ihr noch gerne einen Daumen nach oben oder lasst auch gerne ein Abo für diesen Kanal da. Und dann würde es mich riesig freuen, wenn wir uns alle zusammen im nächsten Video wiedersehen. Macht's bis dahin gut, liebe Leute. Bleibt mir gesund und munter. Bis dahin, euer Speakerschocker. Tschüss. Nach hier oben sind noch direkt zwei andere Videos und hier unten könnt ihr mich direkt abonnieren.